Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir gehen in die farbentsättigte Gegend. Ah, können wir von hier die Totenkopfhöhle sehen, möglicherweise. Los, naja, auch nicht. Schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Ja, bei uns dann tu was. Also diese ganzen Ghule und Kobolde und so sagt mir eigentlich vor allem, dass wir hier noch nicht sein sollten. Oh, Mist. Aber ja, noch geht's ja so einigermaßen, also gehen wir einfach mal weiter. Und sieht schon alles ein bisschen anders aus als damals. Mit damals meine ich Risen 2. Was soll denn das? Bei uns tu doch mal was. Schatten. Steht einfach nur rum und macht gar nichts. Aber jetzt ist langsam alles einfach nur noch weiß. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Kommen wir nicht dran. Dann sind wir hier durch. Dann können wir... Weil es gibt anscheinend die Höhle hier nicht mehr. Das ist hier so. Was gab ja eigentlich hier diese Verbindungshöhle, wo die... die erste Grabspinne drin war und so. Die gab es ja eigentlich mal. Aber egal, wir gehen hier zum Wachturm zurück. Da gehe ich jetzt noch nicht lang. Aber wir bringen als erstes Vasco mal seine Tasche. Und dann gehen wir endlich nach Puerto Zacarico. Und hoffentlich finden wir da die Möglichkeit, ein bisschen Musketen oder so zu lernen. Aber erstmal holen wir uns noch die 100 Gold hier bei Vasco ab. Oh, ein Fisch. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Was weißt du über die Leiche oben im alten Wachturm? Eine Leiche? Hier liegen überall Leichen. Dicker Kerl, ziemlich feine Klamotten. Klingelt's da bei dir? Ich schätze, dann war es der Gouverneur Di Fuego. Wundert mich nicht. Irgendwann sterben alle, die sich mit dem Kommandanten Sebastiano einlassen. Was heißt das genau? Hör zu, ich weiß gar nichts. Und ich will auch nichts wissen, okay? Ich habe deine Tasche gefunden. Stark! Endlich habe ich mein Hab und Gut wieder. Was ist nun mit meinem Gold? Ach ja, warte. Hier irgendwo. Ja, hier. Danke. Wir gehen einfach wieder rauf und dann nach links. Und da müssen wir dann nach Puerto Zacarico kommen. Mir hat Zacarico früher sehr viel besser gefallen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt so hässlich hier ist. Es war so schön damals. Guck mal hier rauf. Kanone und Kanone, aber nichts mitnehmen. Aber ein Truthahn. Oben plus 200.
für den Router. Nein, dafür, dass wir Puerto Sacarico erreicht haben. Mann, hier herrscht vielleicht eine Galgenstimmung. Genau richtig für jemanden wie mich. Wer hier Ärger macht, dem brenne ich mein Brandzeichen ein. Sehr freundlich. Mach hier keine Dummheiten, klar? Sie werden uns alle kriegen. Alle sind hier sehr weird, aber... Nein, ich will jetzt nicht schlafen, lass mich doch... Äffchen... Flinte. Flinte klingt gut. Flinte klingt sogar sehr gut. Die Büchse macht 4 bis 45 und das Ding macht einfach 40 straight. Ja, dann... wobei die Büchse können wir trotzdem mal auf der 2 benutzen, das Fechtschwert auf die 3. Kann ja nicht schaden, beides dabei zu haben. Vor allem, wenn es nichts kostet. So, hier geht's zu den Zuckerfeldern. Die sehen eigentlich nicht mehr so aus, als gäbe es hier Zucker. Sieht ehrlich gesagt alles ziemlich tot aus. Ja, da unten ist ein Feuervogel oder mehrere. Aber da, das müsste Osorio sein. Ja, wollen wir dann doch mal da runter erst noch? Komm. Gehen wir erst noch mal da runter. Sind nur zwei Feuervögel, die kriegen wir schon irgendwie weg. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Okay, sind 4 Feuervögel insgesamt. Schön. Hey, lass mir auch noch was übrig. Okay, jetzt haben wir das eigentlich alle gesehen. Das ist schlecht. Dann müssen wir jetzt leider warten, bis Bones einen davon erledigt hat. Weil mit 2 nehme ich es bestimmt nicht auf. Gut. Ja. Okay. Ah, da, also dafür, dass wir immer noch... Verflucht. Die Zuckerrohrfelder sind abgebrannt. Das ist der Sargnagel für diese Insel. Ohne Rum versinkt sie in der Bedeutungslosigkeit. Ah ja, das ist nochmal geheilt, oder? Keine Ahnung. Hier müsste es auf jeden Fall irgendwo noch eine Höhle geben, eigentlich.
Aber wahrscheinlich gibt es die auch nicht mehr. Nee, ich glaube, die war hier. Komm her, du. Ups. Au! Irgendwo hier war auf jeden Fall mal eine Höhle, aber die ist jetzt weg. Naja, macht nichts. Wenn es die nicht mehr gibt, müssen wir sie auch nicht erkunden. Das ist doch auch ein Vorteil oder so. Oh, wer seid ihr? Eingeborener und Eingeborener. Toll. Irgendwas Interessantes hier hinter. Ruhe knacken. Proviant, Kugel, Gold und Zucker. Ohne Bambule, gut schon. Ah ja, ohne Bambule. Achso, das ist die Dings. Irgendwie klingt's hier nach irgendeinem Vieh. Osorio. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Selbst dran schuld. Ach, halt doch die Klappe. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist, ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten... sitzen da oben, in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Dafür bin ich nicht gut genug. Schade. Was hält dich hier noch auf Tacarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft... Da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber. Woher kriegen die Soldaten ihr Essen, wenn der Koch fehlt? Essen? Die kriegen Fraß und kein Essen. Panschen einfach alles zusammen, was sie von Bord geschleppt haben. Die schönen Zutaten. Da kann man ja gleich ein paar Warzenschweine in einen Latz umbinden. Tja. Brauchst du Hilfe? Da brat mir einen Storch. Du bietest mir Hilfe an? Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre? Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runter geflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf, bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Gar nichts.
Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Macht Sinn. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Ich habe deinen Goldbeutel gefunden. Was? Und ich dachte, ich sehe das Ding nie wieder. Hoffentlich musste dieser Vogel dafür ordentlich federn lassen. Naja, mehr oder weniger. Ist doch nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe ihn zurück. Und meine Belohnung? Ja, hast sie dir verdient. Nice, 200 Gold. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Machete. Nee. Aber Hut mit Feder. Der sieht auf jeden Fall besser aus, mit Sicherheit. Wobei edler 3... Warum ist der Hut mit Feder schlechter, aber teurer? Ich glaube, ich würde den edlen 3-Spitz kaufen wollen. Trank des Diebes. Kostet aber auch 250, lohnt sich eigentlich gar nicht. Das lohnt sich allerdings. Ich glaube, ich nehme das Schrot auch mit. Und das Seidenhemd lohnt sich, glaube ich, auch. Das nehmen wir mit und dann nehmen wir den edlen Dreispitz auch mit. So, nee, muss ja hier mit E das bestätigen. So, und dann können wir nämlich endlich diesen hässlichen Hut ablegen und einen weniger hässlichen Hut tragen. Ich bin noch nicht gut genug. Achso, Silberzunge 40, aber ich glaube, wir haben Silberzunge nur 20, gell, oder so. Charakter natürlich. Attribute, jaha. List. So, nee, hier Fähigkeit. Diebeskunst. Nee, wo steht denn das überhaupt, was wir für an Silberzunge haben? Das steht doch nirgends. Hier bei Einfluss. Wir haben 25 aktuell. Heißt, wenn wir das mal lernen würden, kommen wir lernen das einmal. Dann haben wir jetzt nämlich 30. Und wenn wir dann hier das Seidenhemd anlegen, dann haben wir 40 Silberzungen. Du hast doch sicher ein paar Buddeln Rum für mich übrig. Ich sagte, das ist mein eigener Privatvorrat. Wie kommst du darauf, dass ich teile? Du kannst das doch unmöglich alles saufen. Naja, wenn ich einen guten Tag habe, trinke ich schon die eine oder andere Buddel leer. Aber, ich will mal nicht so sein. Hier, mehr gibt's nur gegen Gold. Klar? Klar. So, dann legen wir den Mantel wieder an. Hier wird nicht geklaut. Takarigua Band 2. Ah, da ist Schinken. Die Frage ist, wir dürfen den wahrscheinlich nicht mitnehmen, wa? Du Ratte, beklaust niemanden mehr! Ja. Ich wollte es mal ausprobieren. Checo. Was suchst du? Ich such gar nichts. Halte deine Finger ja bei dir. Wir gehen mal wieder raus. Lass den Eingeborenen pennen. Hier wird nicht geklaut. Wir können auch gar nicht schleichen. Wir konnten vorher schleichen, jetzt können wir es nicht mehr. Na ja, gut.
Und da fangen dann die Schatten-Gule-Dinger an. Und hier hoch. Ja, das ist ein Feuervogel. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Machen wir den mal mit Bones noch zusammen. Toll. Aber die Schattengude und so, die lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Oder ist noch ein Feuervogel? Los, schlitzen wir ein paar. Klingt übrigens ekelhaft. Da hinten kann man raufklettern. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Wir locken den Feuervogel mal ein bisschen weiter hier hinten rein. Nicht, dass da gleich dann noch irgendwas kommt. Mit dem Vieh. Eigentlich wollten wir nach Puerto Zacarico, aber irgendwie sind wir jetzt schon wieder irgendwo anders. Ja, und da ist nämlich wieder der Dicke und ein Ghoul und ein Dings ist da ja auch ein Scherge. Aber dann machen wir vielleicht doch einfach noch hier den die Schattengule weg, beide. Irgendwie klingt das ungesund hier. Eine Kristallader. Was ich gut finde, ist, dass man das deutlich sieht, wenn man eine Ader schon mal geplündert hat. Hier sind mehrere Spinnen. Spinnen!
Die arme Spinne. Gar keine Chance gehabt. Oh doch, da drüben ist was. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Wohl nur mit einem Papagei. Dann benutzen wir mal einen. Wir haben ja genug. Gut, ich bleib hier. In Ordnung. Aus irgendeinem Grund ist Bones jetzt doch da. Naja, macht nichts. Also, auch wenn man hier so hätte rüberkommen können. Da hat sich wohl einer erschossen. Ah, man hätte wahrscheinlich hier tatsächlich rüberspringen können, wa? Ja, hätte man. Naja, egal. So, dann haben wir jetzt nicht mehr viel, was wir noch erkunden müssen. War... Wo kommt dieses Geräusch her? Ja, wenn wir jetzt schleichen könnten, ne? Dann könnten wir einfach da rein. Können wir aber nicht. Gut, wir gehen einfach nach Puerto Sacarico. So wie wir das eigentlich schon zum Beginn der Folge vorhatten. Nur, dass die Folge jetzt praktisch vorbei ist. Juhu. Wir schauen uns natürlich hier auch ganz gründlich um. Ist ja klar. Tierfreund, 10 Punkte. Da ist noch ein Jaguar. Ich glaube, es ist ein E-Type. Viel weniger. Da ist ein Schiff. Da hinten sitzt noch einer. Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Nein, ich wollte nicht Bones. Gut, das Vieh ist anscheinend tot.
Und ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir dann mit diesem jungen Herrn hier. Und anschließend schauen wir uns ein bisschen am Strand um. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.